Ich begrüße euch ganz herzlich zurück zu ArcAge. In der letzten Folge waren wir unter anderem im Stream unterwegs. Heute mal eine Aufnahmefolge, also ohne Stream, da diese Folge sehr, sehr spät kommt diese Woche. An dieser Stelle große Sorry, mal wieder. Ich habe mal wieder Abbitte zu leisten. Besiegt Hexe Ebilos und sammelt das Licht des Ozeans ein. Das war unsere Aufgabe beim letzten Mal, die wir nicht mehr gemacht haben. Und ich wollte vorher auch noch mit dem Baumwollpflücker Tenosis reden. Frage an dieser Stelle, was ist das da oben? Also gelesen habe ich es, aber das ist neu, oder? Das kam mit dem Patch. Gab es einen Patch? Ich habe keine Ahnung. Ich informiere mich ja nicht ganz intensiv mit ArcAge. Die Musik ist momentan auch sehr, sehr, sehr leise. Keine Ahnung warum. Ich will die jetzt auch nicht umstellen, weil ich dann Angst habe, dass sie wieder explosionsartig in die Höhe knallt. Wir werden jetzt einfach mal anfangen. Seit die Arbeiter weg sind, ist niemand mehr hier, der die Baumwolle für Fürst Torus ernten kann. Könntest du nicht zu den südlichen Feldern gehen und dann mit einer der Baumwollwagen eine Ladung Mondlicht Baumwolle ernten? Liefere die geernte Baumwolle einfach bei Lady Wendler ab. Sie wird dann versandfertig gemacht. Also irgendwie ist hier kein Sound. Spätestens dort kam noch immer Sound. Hintergrundmusik ist da. Und ich höre ja auch ganz leicht Musik. Aber ich verstehe das nicht. Warum ist denn hier keine Musik zu hören? Die ist sehr, sehr leise, oder? Das ist merkwürdig. Okay, also wir müssen mit dem hier sprechen wir später. Oder nächste Woche wahrscheinlich erst. Werden wir wohl diese Woche nicht mehr schaffen. Benutzt einen Baumwollwagen, um Baumwolle zu ernten. Was für ein Baumwollwagen? Ach, da oben leuchtet es ja schon. Okay. Ja, was war diese Woche so los? Nicht viel, würde ich sagen. Es war eine Woche wie jede andere auch. Und irgendwie habe ich das Gefühl, das Spiel ist ein bisschen anders. Huch! Das wollte ich nicht. Ich habe schon wieder vergessen, mein Pad rauszuholen. Das ist nicht so gut. Ah! Ich habe keine Ahnung, ob der Sound... Also OBS sagt mir, der Sound ist da. Aber ich höre ihn auf meinen Kopfhörern nicht. Das ist ganz, ganz merkwürdig. Also das ist ganz, ganz komisch. Ich glaube, ich habe auch eine Idee, warum. Ja, jetzt höre ich mehr. GG. Okay. Benötigt Baumwollwagen. Okay. Ja, jetzt haben wir auch Kopfhaut. Ich stecke mein Headset immer um, zur Erklärung. Und zwar, ach ja, das benötigt immer noch einen Baumwollwagen. Ich bin sehr intelligent. Wieso und wo finde ich den? Das ist mal eine doofe Frage. Wo sind diese Baumwollwagen? Oh, meine Nase juckt. Kottonwagen. Ich glaube, wenn ich mich nicht ganz irre in Englisch, war der Kotonwagen oder wie auch immer der ausgesprochen wird, der Baumwollwagen. Ach du Scheiße, damit soll ich jetzt aber nicht fahren, oder? Ach du Scheiße, warte mal. Hornblasen, Baumwolle ernten. Ach du Kacke, das ist ja was für mich. Oh Gott, das steuert sich übelst komisch. Ach du Scheiße. Ich könnte euch gar nicht vorstellen, wie komisch das jetzt gerade hier ist.
So, jetzt müssen wir mal in die andere Richtung, weil da ein Mob ist, den ich nicht unbedingt haben möchte. Lol. Das ist ja witzig. Okay, so, hier ist die letzte. Ach nee, wir haben ja schon genug. Naja, dann machen wir hier halt nochmal voll. So, aktuelles Gerät verlassen. Nee, ich wollte jetzt nicht rein. So. Ja, andere Frage, was das hier ist, ja, irgendwelche Wahlen. Kann ich das hier irgendwie verschieben oder verdingsen? Weil ich nämlich jetzt gerade überhaupt nicht hier die Ecke von der Karte erkenne, dank dieses tollen Wahlsymbols. Und da passiert auch nichts, wenn ich darauf klicke. Falls das jemand weiß, könnt ihr mir das mal bitte verraten. Ob das eine Einstellung im Interface oder so ist. Da wäre ich sehr dankbar für. So. Ah, die Baumwolle. Vermutlich müssen wir alle unser Bestes tun, damit alles seinen gewöhnlichen Gang geht. Danke, ich werde fürs Torus berichten, dass du die Baumwolle geerntet hast. Gut, dann werden wir jetzt die Hexe Ebelos töten. Die war jetzt in die Richtung, ne? Stimmt, genau, jetzt erinnere ich mich. Das war nämlich der Mob, den wir beim letzten Mal schon getötet hatten. Und dann haben wir festgestellt in der Folge, wir müssen ihn nochmal töten. Das war eine doofe Sache, ja. Das hätte ich mir sparen können, aber gut. An dieser Stelle würde ich gerne nochmal für die vielleicht auch neuen Zuschauer im Projekt an ein schon bereits erwähntes Thema erinnern. Jetzt fragt mich nicht, welche Folge es war, aber ihr könnt euch auch außerhalb dieser Folge euch darüber informieren. Und zwar würde ich euch bitten, euch über das Thema Artikel 13 zu informieren. Das müsste ja mittlerweile wirklich in den Medien auch weit und breit bekannt geworden sein. Das ist nicht unwichtig. Ich habe heute sogar mitbekommen, dass es die ersten Protestwellen also Demonstrationen in Berlin gibt. Und was ich auch gut finde, dass die Leute nicht auf der Bank sitzen und sagen, ja, schön ist die Welt und so weiter, dass die da auch was machen. Das finde ich grundlegend eigentlich gut. Einen Baum zu fällen. Ich möchte den Baum nicht fällen. Avocado-Baum kann stehen bleiben. So, dann versuchen wir jetzt mal hier das Ding wieder Begleiter angreifen lassen. Wir werden mal ein bisschen Abstand halten. Ach, der greift mich jetzt automatisch an? Wieso greift mich denn der Typ automatisch an? Das müsste doch eigentlich mein Begleiter sein. Ich habe doch einen Abstand gehalten. Na, das ist ja auch toll. Shit, ey. Hat er das geändert? Nee, das glaube ich nicht. Das ist übel, der Typ macht Schaden ohne Ende. Ich denke, wir schaffen es gerade so. Okay, sehr gut. Zum Thema zurück. Artikel 13, beschäftigt euch mit dem Thema. Das ist wieder mal ein Aufruf an dieser Stelle an meine Zuschauer und eventuelle Petitionen, die euch zusagen. Versucht die zu unterschreiben. Ich weiß, Datenschutz ist so eine Sache und so weiter. Da bin ich auch immer sehr, sehr vorsichtig. Aber diese Petitionen werden wohl dann auch an die... Gott, wo werden die denn hingeleitet? Jedenfalls sorgen die dafür, dass es in der Politik ein Überdenken der ganzen Sache vielleicht gibt, wenn sich genug Leute zusammentun und sagen, wir wollen diesen Artikel 13 nicht. Ich würde jetzt an dieser Stelle noch nicht nochmal detailliert darüber reden. Oh, mal ein bisschen gestreckt.
Ihr könnt euch selber informieren. Es steht überall erklärt, was dieser Artikel genau macht. Es betrifft das, was ihr hier gerade schaut. Davon, das ist nicht, wie sagt man, das geht nicht an YouTube vorbei, sondern YouTube ist betroffen, genauso wie wahrscheinlich auch Twitch und alle anderen Plattformen. Das Licht des Ozeans. Ich wünschte, wir hätten das verfluchte Ding nie gemacht. Um den Geist des Kraken in seinen Inneren einzufangen, musste einer von uns das opfern, was er am meisten liebt. Unsere Seevolkgefährtin Adel gab dafür die See auf und musste seither in menschlicher Gestalt an Land leben. Zunächst lief alles gut, doch dann verliebten sich Aiden und mein geliebter Sideros. Von Eifersucht geblendet manipulierte ich Aides Gedächtnis mit meiner Magie und überzeugte sie so davon, dass sie den reichen Fürsten Regulus heiraten sollte. Sideros selbst erzählte ich, dass sie gestorben wäre. Aha, also Lady Wendler ist dafür verantwortlich, dass Sideros aktuell am Strand rumrennt und irgendwelche Sandburgen baut und auf seine Rückkehr wartet, auf die Rückkehr von Adel. Gut, damit haben wir das Mysterium, die Geschichte auf jeden Fall aufgeklärt. Von seinem Kummer überwältigt, flehte Sideros die Nymphenkönigin an, seine Erinnerung an Adel zu löschen. Doch seine Gefühle für sie waren so stark, dass der Zauber versagte und zerstreute Fragmente von ihr übrig blieben. Bis zum heutigen Tag wartet er auf die Rückkehr einer Liebe, deren Namen er nicht kennt. Oh, das ist so eine traurige Geschichte. Nachdem mir klar wurde, wie furchtbar ich gewesen war, habe ich der Magie voll und ganz abgeschworen. Ich habe versucht, durch den Anbau von Nahrungsmitteln hier meine Sünden wieder gut zu machen. Aber nachdem der Kraken zurück ist, sollte ich mich mit meinen Sünden wohl endlich stellen. Ja, das ist Aidens Hochzeitskleid. Sie wollte Sideros einen Antrag machen, wenn sie damit fertig war, bis meine Bosheit dazwischen getreten ist. Stellt es mit diesem verzauberten Garn fertig und bringt es dann mit dem Licht des Ozeans zu Butler Collie. Er wird wissen, wo Adel zu finden ist. Okay, alles klar. Benutzt die Schneiderpuppe, alles, das machen wir. Und jetzt sollen wir mit Butler Collie reden. Und der müsste jetzt, genau, der ist jetzt in der großen Stadt. Das heißt, wir werden heute wohl doch schon in die Hauptstadt da gehen. Also Hauptstadt im Sinne von. Und das ist das, was mich gerade nervt. Ich sehe hier nicht, wie die Straße weiterläuft. Das ist blöd. Also der Wahlbutton ist ja toll, aber kann man den nicht irgendwo anders hinsetzen? Muss das mitten auf der Map passieren? Okay, mitten auf der Map ist jetzt auch wieder übertrieben, aber... Naja, gut. Ja, ich bin gespannt, ob wir heute auch Level 30 vielleicht erreichen. Ich weiß auch gar nicht... Naja, 29% vom Level haben wir erst. Könnte schwierig werden, wird wahrscheinlich doch erst nächste Woche was werden. Huch. So. Das ist der Ehrenpunktesammler, den kennen wir ja schon. Genau, das ist jetzt die Fortsetzung davon. Alles klar. Der Rest interessiert uns ja wie immer nicht. Und da ist Butler Colin. Wow, das sieht sehr schön aus hier. Oh, die Blumen. Ich glaube, das sind Kornblumen. Kann das sein? Ich weiß gar nicht, ob ich die Grafik aktuell ganz oben habe. Es sieht sehr schön aus. Wirklich hübsche Grafik und da sind Planeten zu sehen, wa? Aber wir sind ja noch so klein, wir wissen ja noch gar nichts über Arkitsch. Und wie viele Planeten es hier gibt. Fürst Regulus und seine Frau. Normalerweise sind sie zu dieser Jahreszeit unten am Korallenfeld. Lady Adel wirkt immer so unglücklich, wenn sie zu weit weg von der Küste entfernt ist. Ich kann mir auch vorstellen, warum. Ich suche einen einzigartigen Begleiter, ein standesgemäßes Tier für jemanden in meiner Position. Die Laichzeit der Küstentodesstarrer ist gerade im Gange, deshalb sind sie hier am Strand zu finden. Könntest du einen davon mit diesem Netz fangen und mir ein Todesstarrer-Junges bringen? Ah ja. Millionär.
Warum schickst du deine Butler nicht? Schaffen die es nicht, oder was? Blöd, Mann. Was ist denn jetzt mit der Geschichte von den beiden? Geht das jetzt noch weiter, oder wie? Das würde mich jetzt doch mal interessieren, ne? Finde ich jetzt etwas komisch. Komisch. Das war jetzt echt der Schluss? Das ist ja doof. Wir wissen doch jetzt gar nicht, ob sie jetzt ihr Hochzeitskleid findet und überhaupt, das ist doch jetzt gerade irgendwie. So, wir sollen jetzt ein Junges fangen. Setz das Netz zu das Bla. Unter 50% Gesundheit. Oha, hier ist ein anderer Mitspieler. Wenn ich das richtig sehe. Prestige 23, wenn ich das richtig lese. Also über dem Max-Level und dann noch 23 weitere. Und der tötet hier gerade fleißig alle Mobs. Schön. Okay, was müssen wir denn jetzt hier fangen? Müssen wir einen von diesen Kriegern fangen? Wir machen das einfach mal. Wir versuchen es mal. Ach so, das ist okay. Das ist der falsche Mob. Alles klar. Das hätte ich mir denken können. Dann werden wir mal woanders hingehen. Das scheint ja nicht die richtige Ecke zu sein. Küstentodesstarrer. Ach so, das sind die. Ah. Alles klar. Wow, die sind sogar ganz schön hoch. Merke ich gerade. Warum kann das jetzt nicht verwendet werden? Hat das geklappt? Oh Gott. Ich werde mir fast krepiert, Mann. So. Du hattest Erfolg, gut gemacht. Du scheinst Talent zu haben. Überleg einmal, was die Leute sagen werden, wenn sie einen abgerichteten Todesstarrer bei der Nachtpatrouille in meinem Gebiet sehen. Die ganze Stadt wird von mir reden. Schnell, ich muss es mit eigenen Augen sehen. Setze mein todesstarres Junges doch bitte in den Teich aus, ja? Ich würde ihn gern beim Schwimmen zusehen. Was ist denn mit dem? Das ist ein wildes Tier, verdammt. Was meinst du, was der macht, wenn ich den jetzt freilasse? Ja, jetzt ist er weg. Super. Ich verstehe es nicht. Oh je, ist deutlich schneller als erwartet gewachsen. Ich sollte so schnell wie möglich mit seiner Ausbildung beginnen. Ist der jetzt da drinne? Nee, der ist ja wieder weg, oder? Damit eines klar ist, ich würde niemals schlecht von meinem Arbeitgeber reden, aber Fürst Regulus, er hat Lady L nicht hofiert, verstehst du? Sie erschien eines Morgens aus dem Nichts und sprach, begleitet von dieser Zauberin, von einer Hochzeit, die noch am Tag zuvor nicht existierte. Natürlich weiß ich nicht, was ihr Verhalten verursacht hat, und ich will es auch nicht wissen. Aber wenn dieses arme Mädchen unter dem Bann einer Art von Verzauberung steht, musst du zum Choralfeld. Ihr müsst um jeden Preis geholfen werden. Ich werde nämlich nicht in einem Haus dienen, als das Leibeigene hält. Das ist eine gute Entscheidung. Gut. Wir werden beim nächsten Mal weitere Quests hier annehmen, beziehungsweise uns auf jeden Fall mit dieser Geschichte von Adels weiter beschäftigen, was ich sehr interessant finde. Wir werden sehen, was daraus wird.
Wir sehen uns dann nächste Woche zu einer neuen Folge ArcAge wieder. Ob die gestreamt wird oder nicht, weiß ich heute noch nicht. Müssen wir mal schauen. Ich wünsche euch ein wunderschönes Restwochenende und eine wunderschöne erste Märzwoche. Wir sehen uns dann. Tschüss.